ich habe morgen frei, juhu, und es werden eben vier andere Wächterinnen mit auf der Bahn stehen, um eben zu wechseln, um die Leute einfach zu testen, um den Leuten den Stress auch mal zu geben, so nach dem Motto zu wissen, ich stehe da jetzt, es ist halt das und es hängen drei Leute mit dran. Das sind ganz andere Geschichten rein, das, was da im Kopf passiert. Und wir sind jetzt übereingekommen, wir stellen die Leute ins Feuer, gucken, bringen sie ran, machen, tun, damit wir eben, falls wieder mal eine Verletzung auftaucht oder so, dann personalmäßig nicht so knapp sind. Und da freue ich mich auch auf die Aufgabe, das alles, was ich in den 20 Jahren gelernt habe, weiterzugeben. Und dann gucken wir mal, was jetzt so in den nächsten zwei, drei Jahren auch am Nachwuchsbereich passiert. Okay, dann schnaufen wir da alle noch einmal eine Minute durch, haben ein bisschen Musik zu lange eingespielt und sind dann gleich mit dem Aufruf zum Finalgefecht wieder bei Ihnen. Finale im Weltcup in Leipzig. Der Sparkasse Leipzig, wir freuen uns auf ein spannendes Finale. Mit Ihnen zusammen in ein, zwei Minütchen geht es los. Das Signal steht auf grün, das heißt, wir rufen offiziell auf zum Finale im Sparkassen-Damenligen-Weltcup in Leipzig. Zum einen aus Russland, Jana Zvereva. Ihre Gegnerin im Finale, ja, sie ist dabei, kommt zu uns auf die Finalbahn. Herzlich willkommen im Kampf um Platz 1 aus China, Mingfang Ying. Das Gewicht werden beaufsichtigen aus Österreich, Barbara Axan, aus Deutschland, Alexander Marchi und der Obmann als Leiter des Gefechtes wird sein aus Deutschland, Matthias Henkelmann. Jetzt wird es ernst, jetzt werden wir sehen, ob es sich auszahlt, so viele Vorrunden erfolgreich abgeleistet zu haben. Dieses Feld von 190 Athletinnen durchgearbeitet zu haben. Es geht um Gold im Sparkassen-Damenligen-Weltcup 2013. Hoffen wir auf ein spannendes Finale. Und von Ihnen vielleicht zur Motivation unserer beiden Athletinnen zu Beginn dieses Gefechtes. Noch einmal einen Applaus und dann starten wir. Thank you.
in die Situation wie im ersten Halbfinale. Zwei Linkshänder, dann wieder deutliches Ab. Langsam abklopfen eigentlich erstmal, man kann schon was sagen, von der Dynamik auf der Bahn her schon fast ein Standgefecht. Wo liegen hier die Besonderheiten, die Eigenheiten? Ja, also die Eigenheiten sind, dass wir gleich bei dem Treffer zum 3-1 von der Russen sehr schön gesehen, das waren so ein Treffer, ja, aus dem Blauen raus. Also da die arbeitet zwar schön die Russin und das ist auch, da passiert aber noch nicht großartig viel, das heißt, die Chinesen kriegen noch keine Informationen, dass da jetzt irgendwie innerhalb dieses Systems eine Vorbereitung ist oder so. Ja, das heißt, die Chinesen gucken noch da, wo kann ich meinen Hebel setzen und dann völlig ohne Konzept macht die kleine Russen diesen Angriff. Man hat auch gesehen, die Chinesen standen da und sagten, was ist denn jetzt los? Das passt doch gar nicht, weil wir sind hier kaputt. Ja? Was macht die da? Und das ist eben genau der Punkt, wo man jetzt gucken muss, das ist sehr viel Arbeit für die Russen, für die Zvereva, das merkt man, man sieht, die ist schwer am Schwitzen. Wenn sie das Tempo beibehalten kann, wenn sie diese Frechheit beibehalten kann, dann wird es für die Chinesen sehr, sehr schwer. Also eigentlich noch keine Ansage, noch keine Prognose für das Gefecht. Wir gehen in die zweiten 3 Minuten. Thank you.
Bonga. Ali. Ali. Davon können wir ausgehen für die Chinesin auch aus psychologischer Sicht. Ja? Wir haben immer noch einmal drei Minuten. Spätestens dann sind wahrscheinlich alle Messen gesungen. Es sei denn, es kommt nochmal die oben drauf bei Treffer Gleichstand. Allerdings wird es jetzt wirklich ernst und jetzt quasi so dauerhaft hinterher zu werden. Das ist, glaube ich, extrem schwierig. Ja, das ist extrem schwierig. Und dann sieht, glaube ich, auch eine Körpersprache. Die Chinesin, die ist ein bisschen genervt. Ja? Die findet keinen Ansatz. Und jetzt hat die Frau Sverdlova kurz mal einen kleinen Hänger gehabt, wo sie zwei Treffer kassiert hat. Jetzt kriegt sie nochmal die Anweisung, ackern, ackern, ackern oder botter, botter. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Ja? Okay, also drei Minuten sind es noch. Das bedeutet jetzt noch einmal Zähne zusammenbeißen. Und bevor der Hauptmann das Gefecht noch einmal freigibt, gibt es unserem Publikum noch einmal einen Applaus für beide Fechterinnen auf dem Weg zum Hauptmann. Nochmal mit allen Abteilungen und Fähigkeiten.
Pianistinnen. Wenn Sie uns jetzt schon verlassen, weisen wir doch einmal auf morgen hin. Der Mannschaftswettbewerb beim Weltcup startet dann morgen Vormittag. Hier schauen wir uns jetzt noch die Siegerehrung an. Ja, ne? Und verteilen zusammen mit unseren offiziellen Teamleitern. Gleich Applaus, zwei Minuten, dann sind wir auf der Finalbahn mit den Medaillen. Ja, dann machen wir es so. An Ihnen sagen wir Dankeschön, dass du bei uns warst und uns ein bisschen unterstützt hast. Darauf noch Applaus und für dich alles Gute in Zukunft. Und vielen Dank. Wenn Sie jetzt so heimlich davon gestohlen, das sagen wir natürlich nicht. Ich bin dankbar, wenn wir Leute bei uns haben, die im Geschehen drinstehen und uns da doch die eine oder andere Feinheit noch vermitteln können, um diese Events auch wirklich alle fassbar zu machen. Gleich unsere Medaillengewinner auf der Finalbahn. Und dann starten wir mit der Fanfare in die Siegerehrung.